Und jetzt der Goldjunge aus Bergheim, Stadtteil von Esslingen, kurz vor Stuttgart. Ein begnadeter Selbstvermarkter, der seine Werke in der lokalen Kreissparkasse ebenso ausstellt wie in New York. Ein Weltmarktführer im Sandbilderschütten. Einer, der keine Lust hatte auf die Ochsentour durch museale Institutionen, weil er viel lieber auf die Macht von Facebook und Instagram setzt. Wie viel Kunst das ist, müssen Sie selbst entscheiden. Den Kunstmarkt hat der Mann bereits fest im Griff. Die Zutaten sind Sand, Blattgold und eine mit Klebstoff beschmierte Platte. Sowie Fingerspitzengefühl und Fingerspitzengeduld. Tim Bengel ist Bastler und Tüftler und Künstler. Denn nach wochenlanger Arbeit kommt jetzt der Aha-Moment für das Kunstliebhaberpaar, das er eingeladen hat, und für unsere Kamera. Super. Ja, ganz cool, oder? Der Preis 45.000 Euro. Jetzt passt doch ganz gut zu der aktuellen Zeit. Es soll so ein bisschen Hoffnung ausstrahlen. So Pflänzchen der Hoffnung und die Balkone im Hintergrund alle leer. Gibt ein bisschen Hoffnung auf eine Zeit, wo man nicht mehr zu Hause sein muss, sondern wo die Leute nicht mehr auf ihrem Balkon sind, sondern wieder draußen. Bei dieser Performance lässt er sich gerne filmen, wenn der überschüssige Sand verschwindet und das Bild sichtbar wird. Das ist Show, Spektakel, die Geburt des Kunstwerks. Die Motive, Touristenattraktionen, berühmte Bauwerke und so weiter, einfach und klar. Nicht verstörend, nicht politisch, nur ästhetisch. Wie dieses neue Werk, Kirschblüten. Die provokante Frage, ist es Kunst oder Dekoration? Ja, also ich würde sagen, es ist Kunst, die trotzdem gut aussehen darf. Ich finde es provokativer, was Schönes zu machen, als das tausendste groteske Kunstwerk. Ich glaube, daran hat sich jeder schon satt gesehen. Und ich finde halt, es gehört mehr Mut dazu, heutzutage was Schönes zu machen. Tim Bengel kommt aus Esslingen, hinter Stuttgart, und lebt und arbeitet dort auch noch. Eine Ausbildung und zwei Studiengänge hat er abgebrochen für die Kunst. Die aber macht er ohne Studium. Weil ich wollte halt nie was lernen, das es schon gibt. Meine Intention war halt immer, was zu schaffen, das innovativ ist. Wieso lebst du hier als Künstler und nicht in Berlin, Paris, New York? Also ich finde es hier schön und hier kann mich nicht so viel ablenken, was mir mehr Fokus für meine Arbeit lässt. Aber wie viele andere Unternehmen aus dem Raum Stuttgart ist auch Tim Bengel weltweit erfolgreich, hat Fans in Asien und USA. Vor allem in New York, da sind Leute zum Teil aus Südamerika angereist nach New York, nur weil die meine Videos auf Instagram gesehen haben. Ich glaube, ich schaffe es halt mit meinen Bildern, auch Leute zu erreichen, die davor nicht so viel mit Kunst zu tun hatten. 327.000 Follower auf Instagram, fast doppelt so viele auf Facebook. Die sozialen Medien sind sein Kunstmarkt, seine Werbeplattform, um die Fans in echte Galerien oder in seinen Showroom in Esslingen zu locken. Er ist, wie man in Schwaben sagt, ein Käpsele. Ein verdammt cleverer Kerl, der genau weiß, was gefällt. Grabsteine mit eingravierten Sinnsprüchen seiner Generation. Also der Spruch ist so ein bisschen ein Mahnmal, was ich halt nie auf meinem Grabstein lesen möchte. Deswegen versuche ich jede Idee, die ich habe, wirklich in die Tat umzusetzen. Ein Künstler ohne Scheu vor der Schönheit, ohne Berührungsängste vor Vermarktung, mit eigenem Siegel, eigenem Label auf jedem Werk, macht er sich selbst zur Marke. Der Sandwerker aus dem Schwabenland. Ein Porträt von Claudio Armbruster war das.